Ja, ich denke nicht, dass es jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel war. Ja, kein so gutes Spiel auch von uns. Trotz alledem denke ich, dass wir, bevor wir dieses 0-1 bekommen, auch in der ersten Halbzeit einfach zu viel liegen lassen wieder. Weil dann ist es auch wichtig in solchen Spielen, in denen auch eine gewisse Nervosität mitspielt, diese Chancen zu nutzen, um dann auch eine gewisse Ruhe in sein Spiel reinzubekommen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben viele, viele Zweikämpfe, zweite Bälle verloren in der ersten Halbzeit, hatten dadurch auch Probleme. Haben aber dann, oder die Mannschaft hat dann nach dem 0 zu 1 reagieren müssen, und das hat sie auch gemacht. Hat sich dann letztendlich, denke ich, verdient diesen Punkt geholt. Und es ist nicht genug, das wissen wir. Das wissen wir alle. Und so müssen wir es jetzt mitnehmen und auch akzeptieren. Zunächst einmal wussten wir, dass es kein einfaches Spiel ist. Wir haben jetzt auch nicht in den letzten Wochen sehr viel Selbstbewusstsein getankt. Das ist auch Fakt einfach. Und wir wussten, dass es so ein Spiel werden kann, dass es schwierig werden kann und dass man dann auch vielleicht mal über den einen oder anderen Zweikampf dann auch in das Spiel reinkommen kann. Und wichtig war, dass wir ruhig bleiben, dass wir die Mannschaft wieder ruhiger auf den Platz bekommen. Und ich glaube, was einfach wichtig ist in solchen Spielen, dass man, wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, auch in Führung zu gehen. Ja, in solchen Spielen, wo viel Nervosität herrscht, dass man dann einfach dieses Tor macht. Und das haben wir heute verpasst in der ersten Halbzeit. Und sind letztendlich, aber wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt wieder, die Mannschaft ist wieder nach dem 0-1, hat da reagiert und hat dann alles wirklich auch nochmal versucht, um den Ausgleich, den sie dann auch geschafft hat, und dann aber auch um den nächsten Treffer zu machen. Natürlich, der Lou hat ja noch die Chance gehabt, aber letztendlich war es dann nicht genug heute.